Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizheft. Ich bin Norman Weiß und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zum Lesemonat Juni. Schon wieder ist ein halbes Jahr herum und ich kann vermelden, diese vier Bücher beendet zu haben. Gelesen habe ich natürlich wie immer mehr, aber fertig geworden bin ich nur mit vier Titeln, die sich insgesamt, so viel zur Statistik, auf 1034 Seiten belaufen. Zwei Autoren, zwei Autorinnen, zwei Bücher sind original auf Deutsch erschienen, eins wurde aus dem Englischen, eines aus dem Französischen übersetzt. Zweimal Sachbuch, zweimal Fiction, eines der vier Bücher war ein Reread. Und im Durchschnitt habe ich 4 Sterne vergeben. Nun zu den einzelnen Titeln. Begonnen habe ich mit Alex Beer, der zweite Reiter, ein historischer Kriminalroman, der Auftakt zu einer Reihe, die in Wien spielt, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist eben auch sozusagen inhaltlich verbunden mit dem, worum es da geht, wird im Laufe der Zeit dann aufgedeckt. Es sind also keine normalen Morde, sagen wir mal, aus Habgier oder Leidenschaft, sondern wir haben eine gewisse Verdeckungsabsicht. Und dem wird da nachgegangen. Unser Kommissar könnte fast im Tatort mitspielen. Also er hat ein problematisches Privatleben. Er nimmt Drogen und würde also insofern ganz wunderbar in den deutschen Fernsehkrimi par excellence passen. Ich fand es nicht schlecht, gerade auch die historischen Umstände scheinen mir gut getroffen zu sein. Die Schwierigkeiten einer Gesellschaft im Umbruch nach einem verlorenen Krieg, nach einer totalen Umwälzung, die Umwertung der Werte, all das kommt zur Sprache. Aber wie soll ich sagen, be there, done that. Ich werde kein weiteres Buch aus dieser Reihe lesen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht war, aber es ist auch nicht so, dass ich dazu zurückkehren muss. Dann der Höhepunkt des Lesemonats, Peter von Matt, Übeltäter, trockene Schleicher, Lichtgestalten, über die Möglichkeiten der Literatur. Peter von Matt war Germanistikprofessor an der ETH Zürich und ist ein hochdekorierter Literaturwissenschaftler. Und ich will nicht sagen, das merkt man, sondern man merkt, dass das ein Mann ist, der viel gelesen hat, viel liest und viel weiß. Und das bringt er auf eine unnachahmliche, hervorragend lesbare, hochinteressante und auch sehr zielführende Art und Weise zu Papier und an uns Leserinnen und Leser. Das hat mir richtig gut gefallen. Es hat auch Perspektiven auf das eine oder andere Werk geöffnet. Eines seiner zentralen Themen ist Kunst und Literatur, um den Wechsel vom 18. zum 19. Jahrhundert, also die Sattelzeit, die das Alte noch in sich trägt, das Neue aufnimmt, es verarbeitet und ihm Raum gibt im 19. Jahrhundert. Darum geht es vorrangig, nicht ausschließlich, aber das wird kenntnisreich, pointiert, überzeugend, einfach super lesbar dargeboten. Also wer sich für die Literatur dieser Zeit interessiert und kundig Details erfahren möchte, der ist hier bei Peter von Matt richtig. Das Buch besteht aus Essays, aus Katalogtexten, aus Reden, die zu den verschiedensten Anlässen Anfang der 2000er Jahre gehalten worden sind. Und sie bieten eben eine Reihe von, wie ich fand, sehr wertvollen Einsichten. Eine ganz klar lohnende Lektüre. Das nächste Buch ist der erwähnte Reread, Helen Simpson, Erzählungen unter dem Titel Nächste Station. Und hier haben wir es also erstens mit einem schönen, ansprechend gestalteten Buch aus dem Kain und Aber Verlag zu tun. Und zweitens mit einer qualitativ hochwertigen Lektüre. Ich habe das Buch zuerst im Januar 2019 gelesen, also vor über 5 Jahren. Ich konnte mich nur an wenig erinnern. Das, was ich im Kopf hatte, hat sich bestätigt. Und vieles andere habe ich sozusagen neu erlesen.
habe mich wieder darauf eingelassen, war ein weiteres Mal überrascht. Ich habe meinen alten Blogbeitrag gelesen und konnte diese Eindrücke bestätigen, ihnen aber auch neue hinzufügen. Also es ist wirklich eine gelungene Erzählweise in der kleinen Form. Es sind ganz besondere Konstellationen und dieses nächste Station, also da geht es darum, dass zwei Frauen mit der U-Bahn fahren und dann steigen sie aus und die eine lässt ihre Brille liegen. Und dann warten sie auf die nächste U-Bahn und fahren ihrer U-Bahn hinterher, gehen an die Endstation, suchen dort bei Verlorenes und Gefundenes nach der Brille und dann fahren sie wieder zurück. Und anhand dieser Stationenabfolge sprechen die beiden Frauen über ihr Leben. Es ist in der Regel dialogisch, zwei Personen reden miteinander oder eine Person spricht mit sich und oder einer abwesend anwesenden Person, ohne eine Antwort zu bekommen. Und es geht um Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Beziehungen, Verwerfungen, das normale zwischenmenschliche Leben, ohne jetzt allzu große Ausnahmesituationen und Dramatik, aber mit den Dingen, die eben so vorkommen. Und das wird klug, einfühlsam, prägnant erzählt. Und ich kann dieses Buch auch heute noch empfehlen. Wer kürzere Texte mag, der ist hier mit gut bedient. Helen Simpson, nächste Station. Das letzte Buch habe ich erst unlängst gekauft, Paris-Trilogie von Colombe Schneck. Da gestehe ich, ich hatte nicht genau hingeschaut und etwas anderes erwartet, vermutet. Das habe ich nicht bekommen. Trotzdem ist das Buch gut. Paris-Trilogie weist darauf hin, dass es sich um drei Texte handelt, die ursprünglich als sogenannte Kurzromane veröffentlicht worden sind. Das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, das sind im Prinzip auch Erzählungen. Und es geht um Colombe Schneck, die ihr Leben erzählt. Der erste Text ist Annie Ernaux gewidmet, das merkt man auch. Und zwar geht es hier darum, wie Colombe Schneck als junge Frau mit 18 Jahren schwanger wird und abtreibt. Sie wächst in einer liberalen Atmosphäre auf. Das Ganze ist inzwischen auch gerade legalisiert worden und sie macht eben selbstverständlich davon Gebrauch. Und trotzdem gibt es Irritationen unter der Oberfläche. Vor allem natürlich muss sie auch irgendwie mit sich ausmachen, wie sie damit umgeht, dass sie das Selbstverständliche getan hat. Und das wird eben in einem beobachtend minutiösen Ton auch erzählt, hat aber, wie ich fand, mehr Eingängigkeit, einen ansprechenderen Stil als das, was ich bislang wenig genug von Annie Ernaux gelesen habe. Das war mir oft sehr, ja, ich scheue mich, das Wort banal zu gebrauchen, aber so hat es auf mich gewirkt, sprachlich und erzählerisch. Es war inhaltlich oft schwer verdaulich, aber als Text fand ich es banal und habe es nicht mit Genuss gelesen. Das ist hier anders, hier liest man durchaus mit Genuss. Und dann geht es um zwei Freundinnen, das ist dann eine Geschichte, die zeitlich vor der Abtreibung beginnt. Die Mädchen lernen sich mit 11 in der Schule kennen und sind dann 30, 40 Jahre befreundet, bis die eine stirbt. Und die Überlebende erzählt diese Geschichte. Und auch das ist eine sehr gut getroffene Nachzeichnung der französischen Gesellschaft einer bestimmten Klasse. Aber auch hier werden die feinen Unterschiede sehr deutlich. Und das ist nicht nur der Begriff, die feinen Unterschiede, sondern es ist eben auch eine gehörige Portion Bourdieu, die dahinter steckt, die in diesem Text verarbeitet wird. Und das macht es zu einem Lesevergnügen und entlarvt auch, wie ich fand, Selbsttäuschungen
und das, was man sich so einredet, ganz gut. Also insofern fand ich das interessant. Und auch der dritte Text rundet dieses Bild dann ab. Da geht es dann um die Beziehung zu einem Mann, der sie, obwohl nicht mehr jung, also obwohl sie nicht mehr jung ist, ist das eine sehr erfüllende Beziehung. Und sie bietet ihr das erste Mal eigentlich das, was sie möchte, aber der Mann verlässt sie. Und zwar nicht, weil er sich eine andere sucht, sondern weil er meint, sie passen nicht zueinander. Und das nimmt sie ganz anders wahr. Sie hält ihn für die ideale Begegnung, für den idealen Partner. Und darum geht es. Und wie gesagt, das sind sehr gute, sehr intensive Beschreibungen. Es ist Gesellschaftsanalyse, es ist Klassenanalyse, es ist die Beschreibung der Probleme zwischen Menschen, zwischen Freundinnen, aber eben auch zwischen Männern und Frauen. Und wie gesagt, ich hatte anderes erwartet, war aber angenehm überrascht, als ich dann las für Annie Ernaux, dachte ich schon um Gottes Willen, aber so schlimm war es Gott sei Dank nicht, sondern eher viel, viel besser. Und damit blicke ich auf einen interessanten, vielfältigen Lesemonat zurück. Nicht nur, was jetzt diese abgeschlossenen Bücher betrifft, sondern natürlich auch meine sonstigen Lektüren. In erster Linie natürlich Thomas Manns Zauberberg. Aber über den werde ich erst in einem späteren Video sprechen können. Jedenfalls insgesamt. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich bald in einem meiner neuen Videos. Bis dahin, tschüss.